einfach gigantisch. Das ist toll. Die Detaillierung gemacht ist, die Oberfläche, das ist schon wirklich ganz, ganz große Modellbaukunst. Absolut stabil und auch wie es fliegt, das ist ab. Ja, Höchstgeschwindigkeit hat er uns angegeben, der Michael Breuer, von 90 km/h und jetzt im Sideslip. Aber drum hat das Modell ja 12, also wenn da mal zwei ausfallen, mei, das schadet nicht wirklich, gell? Frank, wenn du nichts gesagt hättest, wir hätten es nicht bemerkt. Die OS, die laufen traumhaft und es geht halt meinem gedrosselten Gegnern bei 12 Stück, ist die Chance schon mal groß, dass einer ausgeht. Aber er hat ja Reserven. Das Problem ist eigentlich, bei dem Mehrmotoring ist es ja eigentlich, wenn du Raumtiefe verlierst. Hier muss man wirklich sagen, der Vorteil dadurch, dass es 12 Triebwerke sind, ist die Schubachse deutlich verschoben und es verteilt sich. Und somit ist der Ausfall von dem Triebwerk nicht so kritisch. Ja, er hat nicht das Glück, man sieht, es ist. Jawohl, der Michi winkt uns zum Abschluss. Das heißt, er wird jetzt gleich hier das Fahrwerk ausfahren und kommt dann mit seiner gigantischen Logik zu landen. Er hat es uns ermöglicht, dass er jetzt, ja, dass wir letzten Endes das Modell hier in Friedrichshafen nochmal anschauen dürfen. Da kommt das Fahrwerk raus. Jawohl, hat er ganz spät gemacht.